Yes, I did a bus to RV conversion, and I thought my job was not bad. But at this bus meeting, there was this bus that left me stunned. It is all about this, no, this bus. Now meet Jürgen, the owner and maker. He did all of this by himself. Wir wollen eigentlich gerne gucken wir immer raus und das kommt dann nur hoch, wenn wir auch Fernsehen gucken wollen. Ne? Sonst ist das weg. Der Schrank dann ist natürlich verstärkt unten und hinten mit zusätzlichen Platten und Winkeln und Schrauben, weil bei mir darf nichts klappern. Ja genau, das ist eine Zusatzheizung, da ist noch die originale da unten. Ne? Oh ja, ja, ja. Was auch Eco dann? Klima. Klima habe ich nur vorne beim Fahren. Okay. Ne, hier hinten habe ich jetzt noch keine. Das probieren wir jetzt erstmal aus, ob uns das so gefällt. Yeah. Weil ich will autark leben. Ich will also keinen Strom von außen benötigen. Yeah. Ne? Und bei einer Klimaanlage wird das immer eng. Ja. Yeah. Ne? Yeah. Wir gucken immer gerne so aus dem Fenster. Ne? Darum haben wir hier die Drehsitze. Dann kann man schön so sitzen, die Füße auf die Heizung machen und einfach nach draußen gucken. So. Ja, hier das ist, der Küchebereich. Küche aus Ikea. Ne? Ja. Auch verstärkt natürlich. Ne? Alles auf 230 Volt. Also wir haben kein Gas. Alles nur mit Strom. Okay. Und das funktioniert gut, einschließlich hier Spülmaschine. Ja. Ne? Kaffeemaschine, Kühlschrank, alles, Kochfeld, alles 230 Volt. Hier gehen wir dann ins Bad. Wow. Das ist alles auch aus dem Haushaltsbereich. Die Badmöbel kommen alle aus dem normalen Hausbereich. Also keine Campingsachen im Grunde. Nee, braucht man eigentlich auch nicht. Ne? Die Toilette ist von Sanimarin aus dem Yachtbereich, so ein Zahaka-Klo. Ne? Haben wir auch nicht nur Zahaka? Ja, Sanibiru. Ja. Es geht auch in nur einen Tank. Ich habe für Grau und Schwarz nur einen Tank. Okay. Wow. Ja, und da ist das Schlafgemach. Ja. Das gefällt uns auch eigentlich ganz gut. Das soll auch so bleiben. Ja, du merkst ja jetzt auch hier, der Max-Van, der läuft ja gerade. Ja, das fühlt man nicht. Also hier ist jetzt nicht sonderlich heiß oder so. Es ist warm, ja, aber es ist nicht überhitzt. Hier unter dem Bett sind noch Staufächer überall. Das kann ich hochklappen hier. Ne? Und dann ist da drunter Stauräume noch. Ne? Ja. Wow. Platz braucht man ja immer. Vor allen Dingen die Frauen, die brauchen besonders viel Platz. Und ganz praktisch. Ja, und halt völlig autark. Ne? Also stromtechnisch sind wir autark. Wasser reicht für eine Woche. Wir haben 500 Liter. Okay, eine Woche. Da kommen wir zu zweit eine Woche gut mit hin, mit regelmäßig duschen und auch ohne jetzt explizit zu sparen. Ja. Ne? Also wir benutzen das ganz normal und dann reicht es für eine Woche. Hier ist lecker Windchen. Und der Fußboden ist lecker warm. Ja, das ist wohl stevig genug. Das hat sie auch anders selbst gemacht, ja? Jotliner? Wo heißt das? Ach so, alles klar. Hast du das auch selbst gelacht? Alles selbst gemacht. Alles, was ist das? Der Schweiß. Also ich habe alles selbst und fast größtenteils alleine gemacht. Okay. Und jetzt geht geen geluid. Geen geluid. Wow. Warum ist die Lücke dort? Weil das der einzigste Platz war, wo wir eben diesen Platz dafür hatten, um da hochzukommen. Ne? Das war gar nicht so einfach, das so auszubaldobern, dass das noch funktioniert alles. Ne? Da ist ja die Dusche unter der Luke. Und dieser Tisch ist halt jetzt so unser Lieblingsplatz. Hier frühstücken wir am liebsten. Ne? Oh,
Und der ist fest. Wir haben auch sonst immer nur zwei Stühle. Ich habe jetzt nur vier, weil wir jetzt natürlich immer wieder mal Besuch kriegen zum Kuppeln. Ja. Ja. Und zum Fahren wird das zusammengeklappt. Das wird so ineinander geklappt. Mm. Tisch wird eingeklappt, runtergeklappt, verriegelt. Das dauert 2 Minuten, dann bin ich abfahrbereit. Cool. Ich habe ein ganzes Jahr gebaut hier dran, aber auch wirklich jeden Tag. Ne? Ja. Ich hab zwar mal Pause gemacht, wir waren auch mal 2 Wochen im Urlaub, aber schon hauptsächlich morgens um 9 Uhr dahin und bis abends um 6, manchmal auch bis abends um 9, manchmal sogar bis 10, wenn man so richtig gerade Ideen hatte und will die dann umsetzen, ne, dann das Strom. Dann muss die schon gebremst werden. Ja, das ist Solar. Die beiden Geländer sind Solarpanels für Strom. Okay. Ne? Ich habe 1300 Watt Solar hier. Dadurch bin ich halt stromtechnisch völlig, ich habe mehr Strom, als ich brauchen kann. Okay. Ich habe ja auch einen Motorroller immer unten drin, zwei Fahrräder, das ist alles unten drin. Ne? Ah, okay. Alles verstaut. Ja, vielleicht dürfen wir da auch noch Mal sehen. Ja, das ist ja nicht so. Ich habe jetzt auch noch unten im Keller einen kleinen Gefrierschrank eingebaut. Nur damit ich noch ein bisschen stromlos werde. Weil ich habe so viel Strom, da habe ich gedacht, was kannst du noch da mit dem Strom machen? Da habe ich einen Gefrierschrank eingebaut. Um den Strom loszuwerden. Probleme soll man auch noch haben. Das war ein Problem, ja. Ja, sehr schön hier. Auch nicht so warm, ne? Nee. Braucht ihr? Das ist die einzigste Gasflasche, die ich habe. Nur für den Grill, so eine kleine. Ne? Alles andere ist ohne Gas. Ne? Und dann kann ich anmachen und dann schiebe ich da mein Steak rein. Ne? Und die Wärme geht nicht? Das ist alles, das passt so hier. Ne? Darum habe ich den extra rausgezogen, weil damit das nicht hier überhitzt. Ne? Ja. Das ist mein Heißwasserboiler für heißes Wasser. Ja, für die Dusche. Das ist 80 Liter groß. Und der ist am Kühlwasserkreislauf vom Motor angeschlossen. Das heißt, wenn ich fahre, wird der automatisch durch das Motorkühlwasser schon mal heiß gemacht. Okay. Wenn ich also irgendwo ankomme, habe ich 80 Liter, das schon mal 80 Grad heißes Wasser schon mal. Und das reicht ohne Nachheizen schon für 2 Tage aus. Ne? Aber jetzt, wenn so ein Wetter ist wie heute, kommt oben von dem Strom, von dem Dach, heizt sich das hier mit rein. Also wird über so einen Sonnenstrom das Wasser heiß gehalten. Ne? Hast du auch einen technischen Beruf oder hast du das alles übers Netz? Nee, ich bin Handwerksmeister. Ich war 30 Jahre lang selbstständig als Handwerksmeister im Reparaturbereich und auch im Metallbaubereich. Oh, habe mir über die Jahre auch viel angeeignet. Ja, das ist heizungstechnisch und Strom hat mich immer schon interessiert für so Photovoltaik. Zu Hause leben wir auch völlig autark, nur von der Sonne. Ne? Weil es ist natürlich nicht jedem gegeben, der am Nussbau. Ja, das ist klar. Da bin ich so ein bisschen im Vorteil halt. Ja, ne? Ich habe auch eine eigene Werkstatt zu Hause, wo ich immer, der steht immer in der trockenen Halle dann drin. Das hat auch nicht jeder, aber. Und da kann man auch mal sonntags hin ein bisschen basteln lassen. Ja. Hier stehen dann die E-Bikes drin, ne? Hier so rückwärts rein. Die jetzt hier vorne da drunter stehen. Ne? Das ist die Heizung, die kleine hier. Okay. Das ist die Dieselheizung, Webasto 5 kW. Damit heize ich praktisch den ganzen Bus. Ne? Mm. Das ist halt so ein bisschen hier von den Photovoltaikanlagen, die Technik, die Regler dazu. Die Heizung so klein ist, hä? Ja, die reicht aus. Und die geht? Also bis minus 8 Grad haben wir das getestet und das reicht. Ne? Also wir fahren jetzt nicht in den Winterurlaub zum Skifahren, machen wir nicht. Wir wollen jetzt im Januar nach Spanien fahren, nach Südspanien. Das hat sich sehr erzählt, Da werden wir jetzt also nicht minus 15 Grad nachts haben oder so. Oh, das ist der Unterkant von der Küche. Hier ist die Küche. Ne? Ja. Das musste ich ausfahren, weil die Lenker so ein bisschen höher sind. Ne? Ja. Das ist praktisch in der untersten Küchenschublade versteckt. So, ne? Ja. Moin, sehr schön. Jetzt können wir dann, mache ich hiermit wieder zu. Das habe ich mir auch selber dran gebaut, dass das mit Fernbedienung wieder auf und zu geht. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Das sind die E-Bikes, die da drin sind, und das ist der Roller, der unten drin steht. Ne? Okay.
Ah, jetzt müssen wir gucken wegen dem Hund. Lässt er uns in Ruhe da. Ja, man hat viel Platz, ne? Geht es? Ja, lehnen wir uns da mal an. So, das sind die beiden Tanks, ne? Ja. Jeweils 500 Liter, einmal Frischwasser und Abwasser. Abwasserentsorgung geht hier über ein Rohr. Das muss ich einmal hier entriegeln, dann kann ich das rausziehen und kann das drehen und kann das überall hindrehen, wo ich haben will, ne? Dahin, dahin, überall kann ich dann ablassen, ne? Das ist der kleine Eisschrank noch, um den Strom zu verbrennen. Der ist zwar jetzt gar nicht an, weil wir nichts haben, was wir da reintun können, aber er ist halt da. Wir könnten da jetzt auch noch was einfrieren. Sehr schön. Das ist die Rampe für den Roller. Ja, die soll dann da. Ne, die kommt dann davor. Zack, Ja. Und dann kann ich den Roller hier rückwärts reinschieben. Da hast du über alles nachgedacht. Der ist auch, das ist so ein spezielles Patent, der fährt hinten in so eine, mit dem Rad in so eine Schale, vorne kommt eine Schale, kippt ein Gurt dagegen, schack, fertig. Geht auch ganz schnell. Hm? So. Da rein. Da, das ist interessant, das ist der Druckluftkompressor für die Druckluftaufrechterhaltung, der kleine da. Das ist ein Kühlschrankkompressor. Der sorgt permanent dafür, dass immer genug Druckluft da ist, um die Türen aufzumachen. Ah, okay. Die Verriegelung, der Zentralverriegelung ist alles mit Druckluft. So habe ich immer Druckluft. Ne? Weil ohne das nachzufüllen wäre sie ja irgendwann alle, dann würde es nicht mehr gehen. Ja, bei uns ist das ein Problem, doch? Ja. Ne, da sind die Lithium-Batterien, das sind auch so aus Eigen, also von AliExpress-Zellen habe ich da bestellt und die selber zusammengebaut. Das sind insgesamt 15 Kilowattstunden, die ich da Strom speichere. Und der Bus, wo ist der her? War es im Original ein Reisebus oder hast du neue gebaut? Nee, das war ein Reisebus. Hier stand der Name noch vor, die hießen Leih, Reisen und Tour. Ja. Ich habe den Namen jetzt weggemacht, aber dieses Reisen und Tour habe ich mal dran gelassen, weil wir auch gerne mal inkognito fahren. Ja, so, dass wir da nicht als Wohnmobil auffahren, sondern erstmal als Bus wahrgenommen werden. Ne? Und wie alt ist der Bus? Der ist jetzt 11 Jahre alt. 11 Jahre. Also Baujahr 2012. Ja. Jo. Na. Das waren so in groben Zügen so die Technik. Ne? Mein dritter Bus schaut auch so aus. Ja, dritter. Der zweite nicht noch. Nein, wie süß. Ja, wir sind im Moment sind wir auch total happy, macht uns total viel Spaß. Und ja. So. Läuft auch wunderbar bisher. Und, wir hoffen, dass es so bleibt. Ja. Vielen Dank. Gerne. Danke. Kein Problem. Sehr schön.